Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 17. Januar. Ich grüße euch am Morgen des, man kann fast schon sagen, wieder mal Brexit-Tags. Also Brexit wieder ein großes Thema. Es geistert durch die Medien und auch die europäischen, schrägstrich vielmehr deutschen Medien haben das Thema jetzt aufgegriffen mit der Premierministerin. Da wollen wir mal sehen, was das Pfund heute dann noch so abliefert. Wir haben schon starke Bewegungen gesehen, insbesondere auch bei den ozeanischen Pairs und den Edelmetallen. Das Pfund, wie gesagt, ein Stück weit in Lauerstellung, aber auch stark erholt. Hier heute mit 0,9% deutlich über die 1,20er Marke angestiegen. Aber das Pfund soll heute jetzt hier speziell nicht das Thema sein. Ihr wisst, ihr seht's, wir wollen uns den Edelmetallen zuwenden, die hier nicht minder an interessanten Punkten stehen. Und hier zunächst erstmal der Goldpreis als Startbeschau hier im Wochenchart. Unlängst auch die Analyse, die wir auch schon in der vergangenen Woche getroffen hatten, unter anderem auch beim JFD-Devisenradar, dem Stream als auch im Webinar, hier mit der Chance, das Level 1200, 1210 zu attackieren. Und genau da stehen wir jetzt. Dieses Level ist ein Widerstandsbereich, lässt sich hier horizontal auf Wochenbasis sehr schön herleiten. Und als wir nun dieses Level im November durchbrachen nach unten, gab es hier eben eine starke Abwärtsbewegung, die hier aber jetzt vielmehr seit Ende Dezember mit dem Start ins neue Jahr komplett umgekehrt wird. Und jetzt bleibt eben mal abzuwarten, wie die weitere Entwicklung hier abläuft. Letztlich haben wir im Wochenchart die Konstellation, dass ich hier mal direkt die Fibos nochmal neu justiere von diesem Tiefpunkt vom Dezember bis zum Hoch hier aus dem Sommer. Und da sehen wir, dass wir hier das 38er Fibonacci-Level haben. Hier eben, wie gesagt, die Widerstandszone und jetzt eben die Überlegung, was genau in diesem Punkt passiert. Umkehr oder direkter weiterer Aufstieg, das ist die Gretchenfrage. Wir werden vielleicht heute Impulse seitens des Brexit-Votums, hätte ich fast schon gesagt, das ist ja alles schon gelaufen, vielmehr der Entscheidung eben, wie das Brexit oder der Brexit ablaufen soll, also hart oder weich oder ja, da gibt es wie gesagt viele politische Interessen und Machtschiebereien wieder. Letztlich dürfte das Pfund schon viel eingepreist haben und wahrscheinlich langfristig auch sogar davon profitieren, dass es eben so eine gewisse Eigenstellung genießt. Deswegen mal abwarten, ob es dann nicht hier nochmal ein Erholungsschub über dem, was wir bisher gesehen haben, hinaus erfolgt. Britische Pfund, wie gesagt, vom 1,20er Level ja eh interessant ausgehend, aber noch viel wichtiger jetzt eben dann, was machen die Edelmetalle? Wenn hier natürlich so ein Stück weit Risk-On wieder abfährt, dann ist sicherlich die Edelmetallfrage nicht wirklich so im Raum und dann könnte Gold sich hier zunächst den Kopf stoßen und nach unten abprallen. Das sehen Sie auch hier in diesem erwarteten Tendenzfall, dass es zunächst eben hier durchaus in diesem aktuellen Preisbereich schwierig werden könnte. Ich gehe auch hier davon aus, dass wenn wir gerade per Weekly Close deutlich über 1220 rausgehen, der nächste Schub von bis zu 100 Dollar, 90 Dollar je Unze hier stattfinden könnte, weil dann sehe ich hier freien Spielraum bis zur Marke von 1300. Allerdings müssen wir da per Weekly Close eben weiter performen und dann auch aus dem Wochenhandel gehen. Jetzt zum Dienstag bisher muss man da erstmal vorsichtig sein. Und nach der jüngsten Bewegung ist, wie gesagt, die Lage auch ein Stück weit, ja, ich will fast sagen, aufgeheizt. Aber die Chance, wie gesagt, dass das Ganze noch weitergeht, da darf man nicht verneinen. Grundsätzlich aber der Goldpreis hier, sehen wir es auch im Tageschart jetzt, der Switch, dass wir hier die Chance haben oder hatten, hier nach oben anzusteigen. Jetzt gibt es hier möglicherweise die Spikes und dann sehen Sie hier diesen gestrichelten Pfeil, der hier zunächst eine, ja, Gegenbewegung durchaus initiieren könnte, gerade aufgrund der Steilheit und aufgrund dessen, ich zeige es Ihnen auch mal heute im Forex-Bull, dass wir hier einen ADX haben, der hier am obersten Limit rangiert. Und wenn der ADX hier gewisse Hochpunkte hatte, dann ist das natürlich keine Definition einer Umkehr. Aber die Trendbewegung ist sehr stark heiß gelaufen, in einer gewissen Art und Weise erschöpft. Und gerade wenn wir uns hier den Goldpreis anschauen, die rote Linie hier spricht für Werte über 60 im Übrigen, um das noch ein Stück weit genauer darzustellen. Und gerade wenn wir da eben stehen und dann sozusagen das Trendmomentum sich abschwächt, dann sind das in der Regel immer gute Umkehrpunkte, wie dies hier im Dezember der Fall war, hier im November, dann hier mit diesem kleinen Hochpunkt, da hat sich's verzögert im Oktober. Es ist kein Garant, aber grundsätzlich ist die Bewegung, dass der Preis oder die der Preis hier vollzogen hat, vom Momentum jetzt schon mit einer gewissen Divergenz versehen und es könnte sich sozusagen eine Erschöpfung darstellen. Wir haben allerdings heute auch sehr, sehr bullische Pattern, sowohl für den Goldpreis als auch, wir sehen hier gerade den Silberpreis, den ich gerade angeklickt habe. Das war ein kleiner Wrong. Aber hier, wenn wir jetzt den Goldpreis mal einladen, sind wir auch hier schon bei Werten über 60, beziehungsweise haben die hier in der letzten Woche schon touchiert.
Und jetzt schwächt sich das Momentum ein bisschen ab. Hier sehen wir auch sehr schön die Umkehr beim Goldpreis, sogar vom Dezember noch schöner, als das Momentum hier mega heiß lief. Und dann eben schwächte es sich ab und tatsächlich der Preis stieg. Hier wieder in einem neuen Movement. Der Punkt eben jetzt nochmal beim Goldpreis. Wir haben heute hier ein theoretisches Hoch bei 1214. Da stehen wir, wie gesagt, noch davor. Das könnte also noch kommen. Und dann möglicherweise hier eine spekulative Short-Chance. Das ist so ein Stück weit der Hintergrund der heutigen Analyse. Man muss allerdings wissen, dass man sich hier klar gegen den Trend stellt, denn der Goldpreis selber hier vom Momentum her des saisonalen Charakters ganz klar aufwärts gerichtet. Das spricht im Prinzip für diesen blauen Tendenzfall, dass wir hier stringent hier weiter nach oben ziehen, ohne uns sozusagen von diesem leichten Widerstandsbereich, der sich hier bei 1200 28 befindet, abzuhalten. Aber es muss eben hier wirklich weiteres Momentum wie seit dem Jahresbeginn erfolgen und es darf hier keine größere Schwäche auftauchen. Dann sehe ich hier durchaus Gefahren auf der Südseite. Bohren wir uns hier weiter nach oben, dann kann es, wie gesagt, durchaus weiter nach oben gehen. Das stützt die Saisonalität, aber aufgrund der Steilheit, wie gesagt, und aufgrund des doch schon reifen ATX-Wertes, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier zumindest auf aktuellem Niveau beim Goldpreis hier ein Stück weit eine Erschöpfung sehen. Rücksetzer könnten dann hier zum Einstieg einladen, um dann im Anschluss, nachdem der Goldpreis Luft geholt hat und dann hier nach oben praktisch nochmal attackiert, den Widerstandsbereich nach oben dann durchzustarten. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Unmittelbar, jetzt nicht direkt, aber wir wissen es letztlich nicht und warten mal ab, was passiert. Also das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Situation, die wir im Übrigen auch beim Silberpreis aktuell sehen. Wir gehen jetzt mal zum Silberpreis und hier in den Tagesschart. Da hatten wir hier damals diese Bear Flag, die wirklich mustergültig aufgelöst wurde. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn wir beim Live-Event dabei wart mit Jens Klatt damals, hier im Dezember, da schoss der Silberpreis aus dieser Bear Flag nach unten raus. Und ja, das projizierte Ziel lag im Bereich 14,35. Das erste und dann auch tatsächlich sehr schön touchierte Ziel lag hier bei 15,70. Bear Flag wurde, wie gesagt, nicht regelkonform wirklich komplett aufgelöst, aber mit dem ersten Ausbruch nach unten hat der Silberpreis dieses Unterstützungslevel hier touchiert bei 1565, 1570, seither nach oben gelaufen. Und jetzt sehen wir hier dieses Level sehr, sehr signifikant: 17,15 $ je Silberunze. Hier ein ganz klarer Widerstandsbereich. Jetzt traue ich dem Silberpreis eben dahingehend auch nochmal ein Stück weit einen Schub nach oben zu, was auch dafür spricht, dass der Goldpreis eben durchaus nochmal dippt. Und dann wird es spannend, was hier im Bereich um 17,15 $ passiert. Wenn der Silberpreis hier sozusagen hier dann auch eine kleine Konsolidierung einfährt, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen. Aber auch das gegen die Saisonalität. Ja. Blau gestrichelter Fall deswegen. Ansonsten, wenn er sich hier durchbohrt, gerade über 17,25, 17,30, dann kann es auch eine Attacke hier auf diese Trendlinie geben und gegebenenfalls dann sogar eben noch einen höheren Schub, gerade wenn der Goldpreis wirklich Richtung 1300 ziehen sollte. Ja, dann sehen wir den Silberpreis natürlich ganz, ganz schnell bei 19-20 $. Aber das ist eben hier ein Stück weit jetzt gerade abzuwägen, was der Silberpreis und der Goldpreis hier speziell machen. Wir schauen uns auch nochmal die Saisonalität vom Silberpreis an. Gleiches Bild, es geht hier bis in den Februar hinein, während der kommenden 20 Handelstage steil nach oben. Aber die Frage eben, ob wir diese Steilheit der bisherigen Bewegung beibehalten können. Es wird meines Erachtens wirklich mal Zeit zum Luft holen. Dann hat der Silberpreis sicherlich gute Chancen, hier diese Abwärtstrendlinie zu brechen. Und dann auch der Goldpreis die Möglichkeit, diese Abwärtstrendlinie zu brechen. In einem nachgeschalteten Aufwärtsschub, der sich hier idealerweise dann jetzt erstmal nachrangig darstellt, im Vorfeld hier eine kleine Konsolidierung. Das wäre wünschenswert, rein charttechnisch sicherlich sehr, sehr interessant. Wir halten Gold und Silber engmaschig im Auge. Das ist heute spannend, das wird die Woche spannend, kann auch über den weiteren Januarverlauf spannend werden. Wie gesagt, die Widerstandslevel 17,15 bei Silber kurz voraus. Beim Goldpreis sind wir exakt schon in diesem Niveau, in diesem Preisbereich. Und das wird sehr, 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 sehr spannend sein zu sehen. Fuzzy-Vektorlogik heute beim Silberpreis sieht noch ein Stück weit höhere Preise vor. 17,09 $ auf der 24-Stunden-Betrachtung und 17 Dollar, was haben wir hier, 2 auf der 7 bis 22 Uhr Betrachtung. Also insofern haben wir dann einen kleinen Schub zu erwarten, aber dann ist im Prinzip auch schon die Luft raus und dann könnte es theoretisch einen kleinen Rücksetzer geben, der hier dann eben die Dynamik auf der Oberseite wieder neu entfaltet. Also Edelmetalle so oder so spannend. Gerade in einer gewissen Entscheidungsphase, saisonal, würde es ein direkter Ausbruch durchaus geschehen können. Aufgrund der bisherigen Zugewinne wäre aber eine Konsolidierung wünschenswert. Insofern mal abwarten, was passiert.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, wissen Sie Bescheid. Wir hören uns spätestens morgen oder heute auf dem JFD-Desktop zu späterer Stunde nochmal wieder. Und gehandelt wird generell natürlich der Silber- und Gold-Spotpreis bei JFD Brokers. Keine Makeleien, keine Casino-Schiebereien oder irgendwelche Täuschungen, sondern Sie erhalten hier den realen Spotpreis. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ein gutes Händchen bei Ihren Trades. Ihr Christian Kämmerer und auf bald!